Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Na, Optionen sind nichts zu sein. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchst erlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert glaubst das wohl noch eine wirklich, Weile. Dass wir das taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Ist Detlaff, die nicht findet? Wo ist Detlaff? Glaubt die wirklich, dass der Vampir die nicht einfach... Ich meine, scheißegal, wo die ihre Schwester aufbewahrt, das ist... Glaubt die dir sicher vor dem... Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Langsam es ist einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Am Arsch, Alter. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie viel wir schon erreicht haben? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Können wir sie einfach mal enthaupten und vorbei ist das Ding? Nochmal die Gräfin enthaupten. Dann werden wir zwar gejagt überall, aber was soll's. Gestatte mir, auf einige subtile, doch grundlegende Unterschiede zwischen höheren Vampiren und Jagdwild hinzuweisen. Ach was, ähnliche Unterschiede wie zwischen flauen Witzchen und hochverräterischen Beleidigungen? Hüte deine Zunge, Hexer. Und nun zur Sache. Sagt mal... Habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlaff betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Was habe ich gesagt? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle. Aber so viele Tote. Hat sie geglaubt, sie könnte... Verdammt. Gegen Geralt gegen Detlaff kämpfen. Was für ein Schwachsinn, Digga. Das war ja mal sowas von klar. Sag mal, Krieg zwischen Menschen und Vampiren. Wenn dieser Detlaff Krieg will, kann er welchen haben. Geralt an die verlieren. Arbeit und keine Ausreden mehr. Palmerin, du! Bring sie hier raus. Na toll, ich bin jetzt mit nicht auf der Seite der Königin. Fantastisch. Kämpft gegen Vampire. Konnte noch nicht meditieren. Hat noch nicht. Er hat noch nicht wirklich die Möglichkeit. Ah doch, ich habe Tränke. Oh, verdammt.
Wasser. Da brauche ich schon den ersten Trank. Das ist schlecht. Wir haben schon mal eine Bumsabe besiegt. Aber der war nur vorbereitet. Verdammt, kann ich nicht gegen was kämpfen, was nicht sehe. Nein! Sie hat noch 0 Schaden und ich bin hier fast im Eimer. Sie gehen ab und zu mal einen Schatten. Verdammt! Ich kann so gut nicht zu weit zuhauen. Natürlich einen Schaden haben wir gemacht. 2 Schaden. Verdammt. Letzter Heiltrank. Nein. Das so. Verdammt. Oh, verdammt. Kein Essen mehr. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Und klug. Verdammt. Tot. Das ist alles nur für die wahnsinnige Königin hier. Ja, toll. Das ist so gut wie besiegt. Das kriegen wir hin, aber nervig ist das schon. Haben wir schon Schlimmeres geschafft.
Meine Fräse. Da wird mir ganz übel von dem ganzen Gedrehe. Immerhin habe ich Blockade so ein bisschen gelernt, so ein bisschen dieses Ausweichen, das konnte ich ja, da habe ich auch 100 Parts für gebraucht. Das zu kapieren, dass man auch mal rollen kann. Da ist er. Sollten sie nicht angreifen, wenn sie unsichtbar ist. Warum treffe ich die nicht? Verdammt. Jetzt gut verteidigt. Verdammt mich. Heilung, dringend Heilung. Heilige Scheiße, das war schlecht. Heilung. Die Hälfte Trinken haben wir schon ausgegeben. Nicht gut. Hier ist er. Nicht gut. Das erste Mal war ich deutlich besser dran. Okay, ich habe sie getroffen. Jetzt haben wir keine Tränke mehr. Kein Halunke, das ist eine Blitzer. Verdammt. Verdammt. Da ist sie. Hab dich. Es wird doch wieder nichts. Au!
Für den Vampir ist gut. Das war ein guter Treffer. Nicht schlecht. Verdammt, 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 verdammt. Ich kassiere. Roll, roll, roll. Jetzt sollte ich aufpassen. Vorsicht, Geralt. Wir haben sie fast. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Wir müssen vorsichtiger sein. Was macht denn der Soldat da? Scheiße, scheiße! Verdammt, das hätte es schon sein können. Wo zum Henker? Da ist sie. Scheiße, sie war vorbereitet. Ein Schlag noch, dann haben wir sie. Besiegt. Sienna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sienna befreien. Da wäre ich mit dabei. Du willst Sienna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Ein Mensch gegen eine ganze Stadt. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sienna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht bin mir sicher, dann kriegen wir wieder keine Probleme. Na bitte. Ich wusste, dass dir was soll's. Bravo. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sianas Sicherheit?
Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlaff denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Ich würde ganz gerne den anderen Weg nehmen. Mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Den Marzianer zubringen. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erstmal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Diana zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was da? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis. Ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Ich würde es gern vermeiden. Ich würde gern... Sianna befreien, reden wir mit Damian. Ich bin für eine solide Lösung, suchen wir Oriana. Sianna befreien, wie es heißt, zu Detlaff bringen. Ach ja, ich habe eine solide Lösung, suchen wir nach Oriana, das ist das mit dem Vampir. Und dann müssen wir wahrscheinlich gegen... Wir entscheiden uns hier wahrscheinlich entweder für den Weg, dass wir gegen Detlaff kämpfen oder nicht gegen Detlaff kämpfen. Und ich hätte es ganz gerne so, dass wir Detlaff am Leben halten. Dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen. Ich würde gern die Lösung für das Problem endlich mal wissen, weil ich würde gern, ich halte es für eine sehr dumme Idee, Sianna auszuliefern. Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damian nach Sianna. Ich wusste, dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Detlaff, der würde so ein Bosskampf werden, wenn das dann... Nein. Für dieses Let's Play friedlich... Dann habe ich da... Schnell, Damien könnte in Gefahr sein. Oder tot. Da haben wir doch wieder ein... Er schien mir doch recht. Detlaff scheint mir nach dem der Art von Monster, die wir in Teil 1 hatten. Mit der Hundbestie. Wenn ich das dann am Ende nicht schaffe, weil ich zu schlecht bin. Erledigen, bevor er wieder tötet. Was? Das sind ein paar Goblins-Kriechen. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Kann ich hier mal eben... Mentation, ja danke. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlaff sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sagte ja, er ist außer Gefahr. Na, ich brauche mal hier gerade...
Rüstungsreparatur gerade hoch wahrscheinlich. Ja, Schwertreparatur haben wir gerade nicht, das ist schlecht. Prozent. Dann jetzt auch auf 100%. Die auch auf 100%, sehr schön komplett gerüstet. Schwerter kommen wir dann nicht. Kann sie seinem Willen unterwerfen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückzieht. Oder bis er stirbt. Das Monster ist nicht mehr. Ja, genau, im Faustkampf. Ich muss mich umsehen. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Wären wir bloß früher. Hier geht's lang. Eine Straßensperre. Zwecklos. Das ist für Vampire kein Hindernis. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Gut, einfach mal durch. Die Leiche eines Ritters. Guillaume. Arme Kerl. Vampir, komm mal dann lösen. Der Killer ist. Ein bisschen Unterstützung wäre nett. Den auch alleine, aber danke für deine Unterstützung. Du hast es geschafft, ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal, deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Galonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxee Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich musst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an.
Euer Problem ist jetzt mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und wie? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen wir. Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Warum wir dann wieder ohne Blumen losgehen? Dafür, dass wir hier wieder mal die Welt gerettet haben. Ohne Belohnung losgehen. Aber was soll es? Ich kann dich nicht zwingen. Ich versuch's auch nicht. Aber eine Frage solltest du dir stellen. Wie wirst du dich morgen fühlen, wenn ihr noch mehr Soldaten begrabt, die du hättest retten können, aber es nicht einmal versucht hast? Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Wir haben doch einen Moment. Überzeugungszauber. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Aha. Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Da gibt's ein, zwei Monster, die ich nicht geschnappt zusammen. Vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens.